In diesem Video erfahren Sie von den größten ausgestorbenen Insekten, die jemals unseren Planeten bewohnt haben. Hier ist zum Beispiel, was habt ihr über die Libelle mit einer Flügelspannweite wie die Größe eines Babys gehört? Oder vielleicht habt ihr Informationen über 7 cm große Ameisen. Wenn nicht, dann legen wir los. Viel Spaß beim Anschauen. Eine Libelle mit einer Flügelspannweite in der Größe eines Babys. Vor 100 Millionen Jahren war die Erde jedoch ein ganz anderer Ort. In der Luft gab es etwa 10 bis 14% mehr Sauerstoff als heute. Obwohl fast alle Tiere zum Leben Sauerstoff brauchen, kann ein Übermaß davon giftig sein. In dieser Zeit haben Insekten wahrscheinlich an Größe zugenommen, um den Sauerstoffverbrauch besser zu kontrollieren. Die Anwesenheit großer Körper bedeutete, dass sie den hohen Sauerstoffgehalt in der Luft besser vertragen konnten, als wenn sie klein geblieben wären. Außerdem gab es damals nicht viele Lebewesen, die ihr Wachstum einschränken konnten. Vielleicht hat genau das es den prähistorischen Insekten ermöglicht, deutlich größer zu werden als ihre modernen Verwandten. Unter all den riesigen Insekten, die von Wissenschaftlern entdeckt wurden, gibt es ein Wesen, das einer Libelle ähnelt. Es wurde erstmals Ende der 1930er Jahre entdeckt. Und es trägt den Titel des größten prähistorischen Insekts, Meganeura permiana. Im Museum für vergleichende Zoologie wird derzeit ein Fossil aufbewahrt, das als Grundlage für den Namen und die Beschreibung dieser Art dient. Dieser längst verschwundene Riese erschien vor etwa 275 Millionen Jahren am Ende des Perms. Das ist etwa 45 Millionen Jahre vor dem Erscheinen der ersten Dinosaurier. Basierend auf der Rekonstruktion von teilweise erhaltenen Fossilien hatten die Flügel dieses Insekts wahrscheinlich eine Länge von bis zu 70 cm, was ungefähr der Größe eines einjährigen Kindes entspricht. Zu Lebzeiten wog dieses Insekt mehr als eine 450 Gramm schwere Dose Limonade. Meganeura und andere Arten aus der ausgestorbenen Gruppe der Meganeura werden oft als riesige Libellen bezeichnet, was ein wenig irreführend ist. Richtig wäre es, sie als Griffonien zu bezeichnen, aufgrund bestimmter struktureller Unterschiede, die sie von ihren viel kleineren Verwandten unterscheiden. Eines der größten Unterschiede zwischen Griffonien und Libellen liegt im Muster der Adern auf den Flügeln. Es wäre richtiger, sie als Griffonien zu bezeichnen, aufgrund bestimmter struktureller Unterschiede, die sie von ihren viel kleineren Verwandten unterscheiden. Eines der größten Unterschiede zwischen Griffonien und Libellen liegt jedoch im Muster der Adern auf den Flügeln. Während die Insekten der Meganeura fast identische Muster auf ihren Vorder- und Hinterflügeln hatten, haben moderne Libellen einfach keine. Eine Ameise in der Größe eines Kolibris. Wenn es euch noch nicht gruselig ist, wird die nächste Information euch daran erinnern. Wenn die Leute von Ameisen hören, stellen sie sich normalerweise etwas ganz, ganz Kleines vor. Doch trotz ihrer Größe wissen die meisten Menschen, dass man sich besser nicht mit ihnen anlegt. Ein Beispiel dafür ist die treffend benannte Kugelameise, deren Biss ein unglaublich schmerzhaftes Gefühl verursacht, das mit einer Schusswunde vergleichbar ist. Und jetzt stellt euch eine Ameise vor, die doppelt so groß ist. Titanomurma lubei, ein Insekt, das fast 50 Millionen Jahre alt ist. Seine Größe war ungefähr die von modernen Kolibris. Ein Exemplar dieser Art wurde eine Zeit lang im Denver Museum of Nature and Science aufbewahrt, bevor der Kurator es den Paläontologen zeigte, die sofort erkannten, dass es sich um einen aufregenden Fund handelt. Es ist erwähnenswert, dass das Exemplar trotz seiner Größe nicht die größte Ameise ist, die jemals gefunden wurde. Die Königin der noch lebenden Ameisenarten ist etwas größer. Leider ist über diese Ameise nicht viel bekannt, außer der Tatsache, dass sie Flügel hatte. Vieles über seine Merkmale und Lebensweise bleibt ein Rätsel. Was Paläontologen jedoch über diese Art sagen können, ist, dass sie wahrscheinlich die arktische Landbrücke überquert hat, um von Europa nach Amerika zu gelangen, zu einer Zeit, als es auf der Erde wärmer wurde. Das größte sechsvögelige Insekt. Ich mache weiter damit, euch mit großen Insekten bekannt zu machen. Im Steinkohlenzeitalter, etwa vor 311 bis 307 Millionen Jahren, schwamm ein riesiges Insekt namens Matsutorus enormis seine Flügel über bestimmten Landstrichen, die heute als Illinois bekannt sind. Er wurde in einer Fossillage in Mazan Creek entdeckt, was die Quelle der ersten Hälfte seines Gattungsnamens war. Die andere Hälfte stammt von dem griechischen Wort Tyros, was Gelenk bedeutet. Basierend auf dem, was Wissenschaftler über das Verhalten dieser Gliederfüßer wissen, wird angenommen, dass er aktiv mobil war. Die winzigen, zerbrechlichen Körper prähistorischer Insekten durchlaufen nicht oft den Fossilisierungsprozess. Aber zum Glück für die Paläontologen bleiben manchmal die Spuren ihrer härteren Körperteile und die Abdrücke der Flügel erhalten.
Und genau das ist mit dieser Art passiert. Basierend auf sehr fragmentarischen Überresten des Insekts konnten die Wissenschaftler seine Größe zu Lebzeiten einschätzen. Die Experten sagen, dass seine Flügelspannweite bis zu 60 cm betrug. Tatsächlich ist das das größte aller Vertreter der Ordnung der großen geflügelten Insekten, die auch als Paläodiktyoptera bekannt sind. Die Paläodiktyoptera haben scharfe, schnabelartige Mundwerkzeuge, die ihnen möglicherweise ermöglichten, in das Gewebe von Pflanzen einzudringen und deren Säfte wie mit einem Strohhalm zu saugen. Wissenschaftler nennen sie sechsflügelige Insekten, weil sie neben den Hauptflügeln auch winzige Flügelchen neben dem ersten Beinpaar hatten. So ein wunderbares Insekt. Die riesige Honigbiene aus Japan. Der japanische Archipel der Insel Itia ist zu einer Art Mini-Goldgrube für Paläontologen geworden. Die Ablagerungen von Sedimentgesteinen, die sich unter alten Seen vor fast 16 Millionen Jahren gebildet haben, haben einige interessante Fossilien von Insekten hervorgebracht. Unter ihnen gibt es eine heute ausgestorbene Art der prähistorischen Honigbiene, deren Größe mit der der modernen riesigen Honigbiene konkurriert, die in ganz Südasien verbreitet ist. Apis lithovamia ist eine große Honigbiene, die in der Miozänepoche lebte. Ihre Überreste wurden nur auf der Insel Ikea gefunden. Das ist die erste prähistorische riesige Honigbiene, die jemals gefunden wurde. Zu Lebzeiten war er wahrscheinlich ein aktiver Flieger mit vorderen Flügeln von 12 auf 4,5 mm und einem Körper von 18 mm Länge. Sein Artname ist eine Kombination aus dem griechischen Wort Lithos, was Stein bedeutet, und dem Boten der griechischen Götter, Hermes. Seltsamerweise hat die Entdeckung dieses steinernen Boten mit offener Nistgelegenheit das Wissen der Menschheit über das Leben der Insekten zur Mitte des Miozäns verbessert. Besonders in Bezug auf die Theorie, dass es in dieser Epoche im Gebiet ein warmes Klima gab. Die schnell fliegende Stichelschneiderin aus China. Viele der riesigen Insekten, die die prähistorische Erde bevölkerten, ähnelten entweder modernen Libellen oder lagen irgendwo auf ihrem evolutionären Stammbaum. Nehmen wir zum Beispiel Epina lucida, ein Insekt, das 12 Millionen Jahre alt ist. Es wird als das größte Insekt bezeichnet, das jemals in der känozoischen Ära existiert hat, die den Zeitraum vom Aussterben der Dinosaurier bis heute umfasst. Das Insekt kann mit einer Flügelspannweite von bis zu 6,7 cm aufwarten. Ganz genau 7/10 cm Länge. Wahrscheinlich raste er wie ein Blitz durch die prähistorische Landschaft des Gebiets, wo heute China ist. Wahrscheinlich waren sie fleischfressend und insektivor, mit gut entwickeltem Sehvermögen, das es ihnen ermöglichte, ihre Beute leicht zu verfolgen. Die Wissenschaftler begründeten dies mit der Tatsache, dass Libellen schneller sehen als Menschen und auch alles um sich herum wahrnehmen können. Und sie widmen 4/5 ihres Gehirns der visuellen Verarbeitung. Ähnlich wie einige moderne Libellen hat dieses Insekt wahrscheinlich seine Eier im Wasser verstreut. Doch mehr als alles andere zeigt diese Stichelschneiderin, wie sehr oder wie wenig sich manche Dinge über 20 Millionen Jahre verändern können. Der Riese unter den riesigen Ameisen. Lass uns wieder zu den prähistorischen Ameisen zurückkehren. Trotz des allgemeinen Rufes von Ameisen als winzige Kreaturen leben größere Arten dieser Insekten immer noch in der modernen Welt. Zum Beispiel ist bekannt, dass die Weibchen der Dinoponera-Ameisen etwa 4 cm groß werden. Sie gehören zu den größten Arten. Eine größere Ameisenart lebte früher. Titanomyrma gigantea lebte in Wäldern. Vor etwa 44 bis 49 Millionen Jahren lebte jedoch eine viel größere Ameisenart, deren wissenschaftlicher Name ganz offensichtlich Riesenameise bedeutet. Titanomyrma gigantea lebte im Eozän und siedelte in den reichen tropischen Wäldern, die die prähistorische Landschaft umgaben. Laut ihren Fossilien erreichten die Arbeitermännchen eine maximale Größe von 3 cm. Währenddessen wurden die Königinnen bis zu 6 cm lang und hatten Flügel, die sich bis zu 15 cm ausbreiteten. Laut ihren Fossilien erreichten die Arbeitermännchen eine maximale Größe von 3 cm. In der Zwischenzeit erreichten die Königinnen eine Länge von 6 cm und hatten Flügel, die sich bis zu 15 cm ausbreiteten. Experten glauben, dass sie in riesigen Kolonien lebten. Wissenschaftler hatten das Glück, gut erhaltene Exemplare dieser massiven Insekten zu finden, was ihnen erlaubte, ziemlich viel darüber zu erfahren, wie sie lebten. Entomologen haben festgestellt, dass, obwohl diese Riesenameisen nicht stechen konnten, ihre Hauptmethode der Selbstverteidigung die Produktion von Ameisensäure war, ein Merkmal, das sie mit einigen modernen Ameisen teilen. Außerdem hatten sie keine Vorräte in ihren Ameisenhügeln.
Das führte die Experten zu dem Schluss, dass sie wahrscheinlich nur frische Nahrungsmittel konsumierten und nichts für später aufbewahrten. Sie waren fleischfressend und arbeiteten zusammen. Sie arbeiteten zusammen, um Tiere zu töten und zu fressen, die viel größer waren als sie. Die riesige Greiffliege. Immer wieder beweisen Paläontologen, dass selbst die kleinsten Fragmente von Fossilien viel über ein Wesen erzählen können, das vor Millionen von Jahren lebte. Noch bemerkenswerter ist es, wenn diese Fähigkeiten eines Paläodetektivs in der Entomologie angewendet werden, wie im Fall von Bachimianthus elegans. Die einzigen Fossilien, die es den Wissenschaftlern ermöglichten, Details über die Größe dieses Insekts zu bestimmen, waren die spiegelnden Fossilienabdrücke der Segmente seiner Vorder- und Hinterflügel. Diese riesigen Fliegen lebten am Ende des Karbonzeitalters, etwa vor 315 bis 307 Millionen Jahren. Vor 307 Millionen Jahren. Vor 307 Millionen Jahren. Ein Exemplar dieser Art wurde in der Tschechischen Republik im Einzugsgebiet des Flusses Radnis gefunden. Daher der Name Böhmen. Die Experten, die ihn beschrieben haben, waren so beeindruckt von seinem hervorragenden Erhaltungszustand, dass sie ihn nach dem lateinischen Wort elegans benannten, was elegant bedeutet. Zu Lebzeiten hätte dieses spezielle Exemplar eine volle Flügelspannweite von etwa 25 cm gehabt. Interessanterweise könnte das untersuchte Exemplar möglicherweise sogar kein ausgewachsenes Insekt gewesen sein. Die Experten gaben an, dass die Flügelspannweite einer ausgewachsenen Fliege wahrscheinlich beeindruckende 50 cm betrug. Die massive Pseudoläuse, die Blut von Dinosauriern gesogen haben. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Art von Insekten. Trotz ihrer Größe sind Flöhe in der Regel ein ernsthaftes Ärgernis sowohl für Haustiere als auch für deren Besitzer. Diese nicht fliegenden Blutsauger haben unglaubliche Sprungfähigkeiten und können eine Reihe von Krankheiten auf Menschen übertragen. Obwohl das für Tierliebhaber vielleicht nicht besonders tröstlich ist, sollte man erwähnen, dass die Dinosaurier vor 165 Millionen Jahren ein ähnliches Problem mit Parasiten hatten. Lernen Sie die Pseudopulex kennen, eine Gruppe von flohähnlichen parasitären Gliederfüßern, die ihre begrenzte Sprungkraft fast durch alles andere kompensierten. Sie waren riesig, etwa 10-mal größer als eine gewöhnliche Hundezecke und flach, was perfekt war, um sich an ihren riesigen Nahrungsquellen festzukrallen. Sie hatten Krallen, um Dinosaurier zu packen. Am Ziel setzten sie ihre Waffe ein, ein Mund, der die Haut durchdrang. Sie könnten als Vorfahren der Flöhe klassifiziert werden. Als sie am Ziel waren, konnten sie ihr Hauptwerkzeug einsetzen. Einen Mund, der die Haut durchdrang und wie eine Nadel für Injektionen wirkte. Experten glauben, dass diese Parasiten möglicherweise ähnlich evolviert sind und zu einer anderen Insektengruppe gehörten, die mit ihrer Beute ausgestorben ist. Wegen ihrer Ähnlichkeit liegt die Versuchung nahe, sie als Vorfahren der modernen Flöhe zu klassifizieren. Die Experten glauben jedoch, dass diese prähistorischen Parasiten möglicherweise einfach auf eine äußerst ähnliche Weise evolviert sind und tatsächlich zu einer anderen Gruppe von Insekten gehörten, die zusammen mit ihrer bevorzugten Beute ausgestorben ist. Die größten unter den Goldflügeligen. Und ich werde meine Erzählung mit den prähistorischen Schmetterlingen abschließen. Vor dem Erscheinen dieser geflügelten Insekten auf der Erde gab es die Kaligromatiden. Das ist eine Gruppe von prähistorischen Goldflügeligen, die in der Frühzeit der Erde blühten. Obwohl sie erstaunlich ähnlich wie moderne, bunt gefärbte Schmetterlinge aussahen, haben sie sich tatsächlich vor über 300 Millionen Jahren auf unterschiedlichen Wegen im evolutionären Stammbaum entwickelt. Ihre gemeinsamen Merkmale zeigen einfach, wie Tiere aus verschiedenen Gruppen im Laufe der Zeit unabhängig ähnlicher Eigenschaften entwickeln können. Unter diesen schmetterlingsähnlichen Wesen war die größte Art die Macaquinha adamsi, die in Brasilien entdeckt und 1997 beschrieben wurde. Er schwebte durch die Flora und Fauna der Mitte der Kreidezeit, etwa vor 122 bis 112 Millionen Jahren. Seine Vorderflügel hatten eine Größe von 14 bis 16 Zentimetern, was bedeutet, dass sie die größten unter allen Netzflüglern waren, die jemals lebten oder ausgestorben sind. Interessanterweise stellte sich heraus, dass es sich auch um einen jungen prähistorischen Schmetterling handelte, der noch wachsen konnte. Laut Wissenschaftlern hatten Vertreter dieser Art wahrscheinlich die gleichen Nahrungsmechanismen wie moderne Schmetterlinge. Zum Beispiel der verlängerte Mundapparat, den sie zum Aussaugen von Nektar und anderen Flüssigkeiten aus den Pflanzen ihrer Zeit verwendeten. Zum Abschluss möchte ich Folgendes sagen. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann abonniert den Kanal und wartet auf die Fortsetzung. Und glaubt mir, ich habe euch viel zu erzählen. Außerdem, Freunde, habt ihr die Möglichkeit, Teil unseres Teams zu werden. Wenn ihr über Videobearbeitungsfähigkeiten verfügt,
Videos auf Russisch, Englisch und anderen Sprachen vertonen könnt oder interessante Skripte schreibt, würden wir uns freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Schreibt unserem Telegram-Boot. Der Link wird in der Beschreibung sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in den kommenden Videos. Tschüss, tschüss.